Ich kann mich gar nicht konzentrieren wegen dem verkackten Spiels. Monstro, der hat noch nicht mal die Hälfte verloren hier. Ich trinke gleich nochmal ein bisschen weiter meinen Tee. Oh mein Gott. Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything. Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Ja, und ich habe mir einen schönen Tee bereitgestellt, damit ich jetzt hier genüsslich mit euch eine Binding of Isaac auf die Lamp zocken kann. Ich habe richtig Bock drauf. Und für die, die das Spiel nicht kennen, da man spielt halt den Isaac und man hat halt gerade auch gesehen, dass wir von unserer Mutter verfolgt werden, weil Gott ihr gesagt hat, dass wir schlecht sind und dass der Teufel wahrscheinlich in uns steckt oder so. Und unser Ziel ist es, unsere Mutter umzubringen und sie will uns umbringen und irgendjemand muss jetzt hier gewinnen. Ich habe das Spiel auch komplett neu aufgesetzt. Ich freue mich da jetzt tierisch drauf, weil ich das lange nicht mehr gezockt habe. Und das heißt, wir können jetzt erstmal auch nur mit Isaac spielen. Was ich jetzt natürlich auch direkt tun werde. Und ihr seht bestimmt, ich nehme erstmal die Maus im Bild. Ich bin mit Tastatur, falls ihr fragt, und ich habe rechts und links so einen hässlichen Rand. So, jetzt die Frage, wenn jemand von euch einen hübschen in der Lage ist, so einen schönen Rand zu designen oder so, und dann kann er mir das ruhig sagen, da würde ich mich riesig drüber freuen und würde den direkt einbauen. So, jetzt sehen wir hier schon direkt den ersten Raum und direkt den ersten Schaden gekriegt. Ach du Scheiße, komm hier. Die Roten, die sind auch immer ein bisschen heftiger als die Weißen. Das kennt man ja auch aus dem wahren Leben. Da sind die farbigen immer die schlimmeren. Ach du Scheiße, das wird die kürzeste Runde meines Lebens. Ich habe das so ewig nicht gespielt. Boah, ich krieg Panik. So, jetzt haben wir hier Münzen. Von den Münzen können wir uns Dinge kaufen. Und dann gibt es hier den Item Store mit so was Komischem. Ich glaube, das ist Laser. Eins oder zwei, keine Ahnung. Ich nehme es einfach mal mit. So, und zwar heulen wir ja bislang immer unsere Gegner an. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Guck mal, jetzt haben wir hier sowas ganz komisches. Ich trinke mal einen Schluck. Weiß nicht, ob das so geht mit meinem Mikro. Okay. So, dann gehen wir hier weiter. Ich werde mich in den ersten Parts auch bloß selbst vorstellen. Wie gesagt, ich bin Paul. Bin zurzeit 17 Jahre alt, werde im August 18.
Ab dann geht dann die große Feierlife-Time los. Und komme aus Sachsen, will noch ein bisschen mehr Sächsisch reden hier auf dem Kanal. Ich mir so ein bisschen vorgenommen. Aber werde ich natürlich nicht zu sehr machen. Also man soll mich ja noch verstehen. Und ja, auf meinem Kanal spiele ich noch Minecraft natürlich. Und ich spiele zurzeit Tomb Raider, was noch ein paar mehr Views haben könnte. Oh mein Gott, Monstro! So ein Mini-Endboss ist das. Und ich spiele derzeit Tomb Raider. Und was spiele ich noch? Beyond Good and Evil. Das ist ein bisschen kompliziert, weil da gab es eine kleine Kanalvereinigung, wo ein anderer Typ... Ich kann mich gar nicht konzentrieren wegen dem verkackten Spiel jetzt. Monstro, der hat noch nicht mal die Hälfte verloren hier. Ich trinke gleich nochmal ein bisschen weiter meinen Tee. Oh mein Gott. Und ich versuche jetzt schon seit Ewigkeiten... Boah, das Geräusch von dem Laser geht mir im Sack. Mein Kommentierstil ein bisschen zu verändern, was ich auch nicht hinbekomme. Und da könnt ihr gerne mal jetzt drunter schreiben, ist das okay so? Oder soll ich ruhiger sein? Es ist ja eine Akademie und auf einer Akademie lernt man was. Deswegen frage ich euch, soll ich ruhiger sein? Soll ich lauter sein? Soll ich vielleicht viel entspannter und erzählerischer reden? Überlegter reden? Sagt es mir einfach mal in so einem Kommentar. Geht ja schnell. Und da würde ich mich auch drüber freuen. Ich antworte auch zu 100%. So, guck mal, jetzt haben wir ja schon wieder volles Leben. Und ein paar schöne Schuhe, da freuen wir uns da immer drüber. Und in den Shop gehe ich nicht, das lohnt sich nicht. So, jetzt sind wir schon eine Ebene tiefer. Das Ganze heißt jetzt The Basement 2. Und da fallen wir, da sind wir zu tief gefallen. Naja, geil. So, The Basement 2, was haben wir hier? Hier werden die Monster nicht viel stärker. Das wird dann noch tiefer, werden die dann noch schlimmer. Bislang finde ich den Laser eigentlich ganz cool. Aber wenn dann so viele Gegner da sind, dann ist der Laser nicht mehr so cool. Dann ist der mehr schwul, das ist cool. So, jetzt... Guck mal, die springen mich an und brennen. Ja, war klar. So, will ich die Kiste haben? Ich will die Kiste haben. Guck mal hier. Haben wir jetzt den Schlüssel? Wir haben im Grunde in Addition eine Bombe gut gemacht. Nee, gar nicht. Weil wir die Felsen da gesprengt haben, haben wir gar nichts gut gemacht. Na geil. Aber egal. Mein Ziel ist es auch jetzt hier den zweiten Boss zu schaffen. Mehr will ich gar nicht schaffen im ersten Part. Die Parts werden immer eine... Oh mein Gott, die Länge von so einem Fight haben. Das heißt, egal wie lange es dauert, es kann auch eine Stunde dauern. Wenn ich halt so lange brauche, wenn ich halt so lange überlebe, was hier nicht so zu sein scheint, dann geht der Part auch eine Stunde, da habe ich kein Problem mit. Dead Sea Scrolls, das ist jetzt unser Space-Item. Weiß nicht, was man damit machen kann. Und guck mal hier, auch schon wieder so viele Fliegen. Das ist dann hier tritt dann auch der bekannte, ich halte jetzt mal kurz inne. Der Kicker-Effekt findet auch bei The Binding of Isaac statt. Kennt ihr das, wenn ihr so Kicker zockt auf so einem Tisch mit den Figuren, die ihr dreht? Und dann schießt der gegnerische Torhüter so ganz langsam. Und ihr seht so, wie der Ball, warte, ich mach's mit Isaac vor, so langsam von denen seinem Tor so ganz langsam ins Tor vom eigenen Tor fällt und du es mit dem Torwart einfach nicht schaffst, den Ball zu kriegen. Den gleichen Effekt gibt es in dem Spiel auch, und zwar andersrum. Du schaffst es einfach nicht, solchen lahmarschigen Angriffen von den Gegnern auszuweichen, obwohl du genug Zeit hattest. Da sagt das Gehirn einfach mal, ne, hab ich jetzt keinen Bock drauf. The Duke of Flies, was macht das? Ach, das öffnet direkt das Buch, das Tor zum nächsten. Ja, geil. Ich will aber den töten. Ich will ja den sein Item haben. So, Duke, jetzt gibt's auf die Fresse. Oh mein Gott, jetzt gibt's für mich gleich auf die Fresse, ich sehe es schon. Jetzt war's das okay, und dann noch die anderen fliegen tot. Und jetzt haben wir auch noch... Oh, eine radioaktive Spinne ist im Basement appeared. Und wir haben irgendwie zwei Wege nach unten gehabt. Ich glaube, der andere wäre besser gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, jetzt können wir hier mal... Guck mal, jetzt sind wir schon in Caves, nicht mehr im Basement. Das heißt, das Ganze hier wird noch ein bisschen härter.
Weiß auch nicht, ob das so gut ist, dass ich da jetzt den Laser habe, weil die vertragen ja auch mehr. Ich wollte gerade über Alkohol anfangen zu reden, aber habe ich mir dann doch verdrückt. Weiß nicht warum. Oh Gott, wie ich sie hasse. Ich hasse sie. Ich werde so... Nein! Weil die gehen so... Die machen Boom. Oh, scheiße. Ja, genau so. Habe ich aber noch mal Glück gehabt diesmal. Recht erstaunlich. Und jetzt mal hier rechts rein. Altbekannter Kicker-Effekt. Werde ich hier öfters zitieren. Es fehlt einfach irgendwie die Reaktion. So, komm, 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 komm. Da, komm, jetzt gibt's auf die Fresse. Danke. Juhu, ich bin eine Made und ich muss mit Tränen spucken. So, den hätten wir. Den auch noch. Den ich gar... Doch, haben wir auch. Und jetzt noch den. Komm nochmal hoch, komm nochmal hoch. Das war's. Ach, jetzt komme ich an die Kiste nicht ran. Aber wir haben Schlüssel, das heißt, ich gehe lieber den Itemraum suchen und dann nicht gleich zum Boss. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott. Komm, 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 stirb. Ja, geil, geil, ich komme nicht raus. Ach, findet Nemo. Itemraum, nee, hier, Shop lohnt sich nicht da oben. Da braucht man mindestens 15 oder so, damit sich das wirklich überhaupt lohnt. Ich wieder Schaden bekommen, ich bin doch so. Ich muss wirklich nochmal sagen, ich habe das Spiel wirklich noch nicht so oft gespielt. Wirklich. Wirklich. Und bin deswegen auch nicht so super darin. Guck mal, hier haben wir einen schönen Tanga. Die Unterwäsche von der Mutter, die nehmen wir natürlich mit. Tragen die natürlich auch selbst sofort. Ja, gar kein Problem. Das ist ja auch so Unterhosenpiraten, die tragen auch die Eltern von die Unterhosen von den eigenen Eltern. Geht mir ja auch manchmal so, wenn die über dem Bügel hängt, einfach die Hose von meiner Mutter, dann bin ich gewillt, die auch anzuziehen. Was habe ich jetzt habe ich jetzt nicht verstanden. Und den Boss habe ich auch nie hinbekommen früher, weil der auch so ganz willkürliche Sachen macht, die mich total überfordern. Guck mal. Oh, ich habe eine Karte. Guck mal. Oh, ein Horn. Jetzt gibt's auf die Fresse. Jetzt gibt's auf die Fresse. Ja, okay, jetzt gibt's wieder für mich auf die Fresse. Na ja, geil. Ah, der hat schon sein Auge verloren. Ich glaube, der sieht nicht mehr so viel. Da trifft er uns auch nicht mehr so oft. Geil. So, und das Leben geht ganz langsam nur runter. Oh. Ich dachte jetzt auch, der springt weiter runter. Jetzt hat er schon gar keine Augen mehr. Er scheint mich bestimmt immer noch zu sehen irgendwie. Ja, naja, nur noch ein halbes Herz. Das war's jetzt. Das war's. Ja, das ist es wohl gewesen. Dear Diary, today I died. I was killed by this thing in some cave. Ein riesen Schleimklotz. I leave all that I own to my cat Gabby. Oh, meine geile Katze. Und zwar hatten wir den Laser, die Schuhe, dann irgendein Lasso, die Unterwäsche von der Mutter und eine Rolle. Goodbye, cruel world. XOXO, Isaac. War doch schon mal nicht schlecht für den Anfang. Danke fürs Zusehen auf jeden Fall. Bitte hinterlasst mir Feedback, wäre echt richtig geil. Vielleicht kann ich auch eine kleine Cam einbauen, eine Fußcam oder sowas. Falls ihr Fußfetischisten seid, gebe ich euch meinen Fuß natürlich gerne. Und ja, wie gesagt, ich trinke nochmal einen Schluck. Moment. Und dann bedanke ich mich. Bis zum nächsten Part. Oh, ich muss schlucken. Tschüss. Tschüss. Wie beende ich denn bei Camtasia? Ach so, ist ja schon.